Wenn das Replay of the Week mit einem deutschen Panzer beginnt, dann kann es nur ein schöner Ausklang für das Wochenende sein. Und dementsprechend herzlich willkommen heute mit der Maus, dem Dragon 0636, der sie für uns spielt. Und ja, die Maus ist natürlich eigentlich ein Monster und plötzlich kommt so ein Typ 4 daneben und man denkt sich, ach doch, gar nicht so groß, du. Das ist ja gar nicht so schlimm. Jetzt kuscheln die beiden ein bisschen. Der eine will unbedingt nach rechts, der andere wohl eher nach links. Und da gibt der Klügere nach, das ist in dem Fall die Maus. Maus ist halt doch ein ganz schön intelligentes Tier. Und wir sehen 246 Durchschlag, 490 Schaden oder 311 mit Premium. Und Gipfelstürmer ist es auch noch. Zack, runter, fallen ganze 24 km/h. Eine Rennsemmel par excellence. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass das Replay vom Schaden und auch geblockten Schaden sich so spektakulär verhält, wie es die Daten vermuten lassen. Auf jeden Fall bewegt sich es jetzt mal mit vollem Karacho in Richtung der Gegner. Er lädt Premium durch, weil er da schon sieht, IS-7, die wird ihn als erstes jetzt mal begegnen. Oder der in dem Fall. Da ist er auch schon. Und es hat sich die Platzpatrone, so wie sie es angehört hat, hat da jetzt leider nicht durchschlagen können. Und jetzt aber hat es geklappt. So. Ah, der Oho hält da rein, aber in dem Fall nur minimalistischen Schaden. Und der IS-7 hat gleich die nächste Kelle bekommen. Oh, Arti. Arti, Gott sei Dank, nur die 9er. Dementsprechend halb so wild. Und so eine Maus, da ist der HE-Schaden nicht so dramatisch schlimm. Und jetzt nimmt er die auch direkt raus, den Oho. Und die Arti diesmal auch ohne Schaden. Also. Und die Badget kommt von vorne. So, IS-7 prallt er an ihm ab. Es ist einfach. Dieser Panzer ist einfach ein Monster. So, der ist raus. Jetzt kriegt er von hinten schon den Schaden. Wenn es der Oho von vorne nicht schafft, dann macht es halt der Oho von hinten. Jetzt ist er getrackt. Ich denke mal, die Badget ist da im Reload. Und im letzten Augenblick bekommt er hier noch den Schuss drauf und kann dann den rausnehmen. Einziger Schönheitsfehler, dass er meines Erachtens am Ende der Runde wahrscheinlich zu viel Premium geschossen hat, weil jetzt könnte er umwechseln. Ich bin gespannt, ob er es noch tut. Aber ansonsten muss ich sagen, läuft es bis dato wirklich super. Er hat schon ordentlich was abgewehrt. Der T10 geht gleich ab. Spastenkinder mit ihren 10er Heavys. Und die Jungs da vorne, die werden jetzt gleich ein Problem bekommen. Die werden nämlich schön eingekastelt. Aber hier, der... Oh, er fährt doch... Ja. Also, das ist immer so dieser Moment, wenn man sich denkt, so ein Stück nach vorne. Und dann klappt's aber. 6 zu 10, also jetzt ehrlicherweise würde ich auch nicht mehr mit normal schießen, sondern jetzt würde ich einfach den Damage machen können, den ich machen kann. Und hoffen, dass es irgendwie noch klappt. Auch hier so ein Stück nach vorne. Piu!
So, das Objekt da drüben. Und da hat er ein wenig den Boden umgegraben mit dieser Granate. Ah, die hält jetzt auch rein. Und eigentlich steht er gar nicht schlecht, nur die Arti, die kann ihn hier gehörig nerven. Wahnsinn, diese Abpraller. So, der Waffenträger hat den Type 4 da rausnehmen können. Da kommt von vorne ein VK. Den T10, den konnte er jetzt wunderbar rausnehmen. Der VK hat da noch eine vom Jagdpanther bekommen, das war es aber auch schon. Und seitlich jetzt. Jetzt macht es der VK nicht anders. Wahnsinn, wie klein so ein VK erscheint gegenüber der Maus, ist auch wiederum erstaunlich. Wow! Ja, hat funktioniert, der Kill. 9 zu 12. Da oben ist der Skoda. Und auch den nimmt er raus. Also er macht hier, er räumt hier perfekt für sein Team auf. Und eins sage ich vorweg, am Ende der Runde geht er immer noch mit Plus-Credits nach Hause. Also wer sagt von wegen, Premium-Noob, Gold-Noob, bla bla bla. Nein, er hat kein Gold geschossen, er hat Premium geschossen und er geht sogar noch mit mehr raus, als er reingegangen ist. Also von dem her macht er alles richtig. Und dementsprechend Klappe. So. E75. Ne, so nicht. Ja, eine Maus halt, gell? Jetzt, nachdem der E75 die ganze Zeit nicht durchkommt, denkt er sich, dann probiere ich es halt mit HE. Aber da mache ich garantiert Schaden und er macht doch keinen Schaden. So. Jetzt hier fangen sie weiter mit HE an. Okay, E75 raus. Und jetzt sollte er sich eh mal langsam seinem Cap widmen. Das Objekt schießt da auch schon auf ihn, ist da aber noch nicht offen. Was der Type 4 wiederum macht, kann ich nicht sagen. So, jetzt hat er dem nochmal eine gegeben, aber er muss jetzt hier innerhalb der nächsten 30 Sekunden wieder beim Cap sein. Und das ist gar nicht so leicht mit so einer Maus. Wahnsinn, schon wieder prallt mit HR ab. Das ist kurios. Die Radley Walters, die gehört ihm schon mal. 14 Sekunden. 10 Sekunden. Oh, jetzt wird es wirklich eng. Er wird jetzt doch nicht verlieren, weil er jetzt die andere hier durchkappt, oder? Komm, 3, 2, 1. Er nimmt die doch raus! Ja, Wahnsinn. Also besser kann man es ja wirklich nicht timen. Unglaublich. Sogar der Uhu schreibt, lol, epic. Das war ja fantastisch. Very big game, man. Also, ja, er spielt hier sensationell auf. Und am Ende der Runde kann ich euch mal sagen, hat er 7200 Schaden geblockt, hat 2200 Schaden unterstützt, hat, wie wir gesehen haben, bei 99 gedefft und er wird am Ende der Runde 7600 Schaden gemacht haben. Ich glaube, ich nehme nichts mehr vorweg, wenn ich jetzt sage, er wird das Spiel gewinnen und das hat er sich redlichst verdient. Jetzt ist nur noch die Frage, kriegt der IS-3 nochmal einen Hit auf ihn oder geht er damit nach Hause? Weil ganz ehrlich, was will der IS-3 denn noch machen? Der hat eh schon mit allem geschossen, was er so hat. Aber nein, da war's. 10 Kills. Super tolle Runde. Replay of the Week. Für mich ganz klar verdient. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, ein Daumen nach oben oder ein Kommentar ist immer gern gesehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.